Wie viel Strom werde ich mit meiner Wärmepumpe eigentlich verbrauchen, wenn ich umgestellt habe auf die Wärmepumpe, also die Gas- oder Ölheizung getauscht wurde gegen eine Wärmepumpe? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Diese Frage wurde versucht zu beantworten in einem Video der Firma Litwin. Das ist ein Heizungs- und Sanitärkanal, noch ein ganz, ganz kleiner. Den werdet ihr wahrscheinlich alle nicht kennen oder viele von euch nicht kennen. Vielleicht haben ein oder zwei sogar dieses Video gesehen, kann ja sogar sein. Ich finde dieses Thema sehr spannend. Ich habe es in ähnlicher Form ja schon mal versucht darzustellen, beziehungsweise Lars hat versucht, das darzustellen. Ich habe doch ein Video über Lars seine Wärmepumpenverbräuche gemacht. Ich kann das hier oben mal eben verlinken, dann könnt ihr euch das nochmal angucken, wenn ihr das wollt. Da hat er ja auch ausgerechnet, was er normal mit Öl verbraucht hätte und was er jetzt mit einer Wärmepumpe verbraucht. Also da haben wir auch schon ein bisschen Thema. Aber letztlich ist es eigentlich ganz interessant, das mal so mal zu vergleichen. Spannendes Thema und das ist jetzt also kein richtiges Reaction-Video. Also Firma Litwin hat das an sich korrekt gemacht. Wie gesagt, Pi mal Daumen ist ein Handwerker. Ich möchte es nochmal ein bisschen feiner wie ein Ingenieur, wie gesagt, beurteilen. Und weil da auch, wie gesagt, in diesem Bereich ein bisschen die Berechnungen wichtig sind, dass das ein bisschen genauer ist, weil es gibt ja auch Leute, die fragen sich, baue ich denn jetzt um auf eine Wärmepumpe? Und bei der Kalkulation ist es dann schon wichtig, dass die Umrechnung ein bisschen stimmt. Also es ist nichts Böses, es ist kein richtiges Reaction-Video, nur irgendwie doch ein Reaction-Video. Und damit möchte ich euch natürlich erstmal begrüßen. Moin, hallo Leute, hier ist der Thorsten aus Weiß nichts Welt wieder für euch. Und bevor ich mit dem Video beginne, wie immer meine Dankesrede, diesmal an Georg, der mir über PayPal, der Link ist ja immer in der Videobeschreibung, ein Geschenk für meinen Kanal gesendet habe. Ich danke dir, lieber Georg, dass du mich unterstützt. Also worum geht's? Die Firma Litwin bzw. der Handwerker der Firma, ich weiß nicht, ob es der Chef ist oder ob es irgendein Mitarbeiter ist, das wurde nicht gesagt, hat ein Video gedreht und dabei einen Vergleich angestellt zwischen fossiler Heizung und Wärmepumpe. An sich alles gut und wir gehen da auch gleich mal rein und dann werde ich wir gehen da direkt rein. Ich habe natürlich jetzt die Begrüßung und das Vorgeplänkel weggeschnitten. Er sagt aber auch gleich, dass das grober Daumen ist. Das ist auch, wie gesagt, immer im Hinterkopf. Es ist keine Kritik an diesem Kanal. Nicht, dass jemand sagt, hier, du machst hier den kleinen Kanal fertig. Nein, es ist keine Kritik. Ich will es nur, weil ich das Thema spannend finde, nochmal aufarbeiten. Das möchte ich nochmal gesagt haben. Ich gehe jetzt mal in meine Ecke und dann gehen wir in das Video. Gut, und dann lassen wir ihn doch mal erzählen. Stimmt nicht. Das ist eine Annahme und eine überschlägige Rechnung. Wir erklären mal gerade ein bisschen vorab, wie das Ganze sich darstellt. Also einen Liter Heizöl, wenn wir den mal 10 nehmen, bekommen wir daraus ungefähr 10 Kilowattstunden gewonnen. Beim Kubikmeter Gas stellt sich das Ganze ähnlich dar. Wir nehmen das Ganze mal 10, circa 10 Kilowattstunden. Hier wissen wir, dass der realistische Faktor bei 9, irgendwas liegt. Also die 10 ist jetzt nur eine überschlägige Formel. Und wenn wir uns das Ganze hier unten mal aufschreiben und wir sagen, mein Gebäude hat vorher 20.000 Kilowattstunden Gas im Jahr verbraucht, dann entspricht das circa 2.000 Kubikmetern Gas. Wenn mein Gebäude hat vorher ungefähr gebraucht 2.000 Liter Heizöl, hat mein Gebäude ebenfalls ungefähr 20.000 Kilowattstunden an Energie verbraucht. Hier sind die Verluste. So, da muss ich jetzt schon mal einhaken. Und zwar, da ist natürlich jetzt der Fehler drin. Er hat die Verluste nicht berücksichtigt. Ich muss übrigens entschuldigen, ich habe gerade aus Versehen gescrollt. Das ist da jetzt wahrscheinlich drin. Verzeiht mir, er hat also die Verluste, die da drin sind in der Verbrennung bzw. dem Wirkungsgrad nicht berücksichtigt. Ich werde euch dann gleich dazu was sagen, ich habe das ja nachgerechnet und werde das nochmal ein bisschen erläutern, warum das natürlich ein großer Fehler ist. Und dann gehen wir jetzt mal ein Stück weiter in dem Video hier. Aufschreiben und wir sagen, mein Gebäude hat vorher 20.000 Kilowattstunden Gas im Jahr verbraucht, dann entspricht das circa 2.000 Kubikmetern Gas. Wenn mein Gebäude hat vorher ungefähr gebraucht 2.000 Liter Heizöl, hat mein Gebäude ebenfalls ungefähr 20.000 Kilowattstunden an Energie verbraucht. Hier sind die Verluste des Heizkessels oder der Gastherme jetzt nicht eingerechnet. Wie gesagt, es geht um eine Überschlägeberechnung. Und wenn wir jetzt mal annehmen, die Wärmepumpe ist vom Installateur so ausgelegt und so gerechnet, dass der ihre Arbeitszahl, also Jahresarbeitszahl, der COP, Koeffizient auf Performance oder der SCOP, ungefähr bei 4 liegt. So, er erklärt also kurz hier den COP und so, das mache ich gleich aber auch nochmal eben. Also brauchen wir das eigentlich gar nicht alles ganz genau anhören. Entschuldigung, ich bin ein bisschen verwirrt heute.
Und er hat dann ausgerechnet mit diesen Zahlen, das heißt, er hat jetzt hier ausgerechnet, dass das Haus ja 5000 Kilowattstunden Strom brauchen wird. Und dann hat er mit diesen Zahlen ein Resümee gezogen und da gehen wir dann nochmal rein. Wenn wir das Ganze jetzt mal rechnen, dann würden wir sagen, 20.000 Kilowattstunden benötigt ja mein Gebäude. Also die nur dadurch, dass der Wärmeerzeuger getauscht wird, verändert sich ja, abgesehen jetzt von hydraulischer Abgleich und Dämmung, wenn wir das aber mal wegdenken, verändert sich ja nicht der Wärmebedarf des Gebäudes. Das Gebäude ist immer noch das gleiche nach Anlagenwechsel. Daher sagen wir, 20.000 Kilowattstunden geteilt durch einen Faktor von 4 würde also aktuell ungefähr 5.000 Kilowattstunden Strom entsprechen, die wir kaufen müssen. Und wenn wir das Ganze hier unten jetzt mal aufstellen, auch da mit tagesaktuellen Preisen, auch die sind ja sehr, sehr stark schwankend, je nach Tarif, je nach Vertragsabschluss, den ihr da gewählt habt. Dann sagen wir, eine Kilowattstunde Gas kostet aktuell leider oftmals 18 Cent. Vor der Gaskrise lagen wir da oft bei 5, 6 Cent. Jetzt sagen wir, 18 Cent mal 20.000 Kilowattstunden, die ich brauche, benötige ich also aktuell, um mein Gebäude zu beheizen, 3.600 Euro im Jahr. Wenn wir jetzt mal ausgehen, dass ein Liter Öl ungefähr einen Euro kostet, dann wären wir bei 2.000 Litern im Jahr, bei 2.000 Euro, die mich meine Gebäudebeheizung kostet. Und wenn wir jetzt auf die Wärmepumpe gehen, müssen wir sagen, eine Kilowattstunde Strom kostet aktuell durchschnittlich 35 Cent mal 5.000 Kilowattstunden, wären wir bei 1.750 Euro. Das heißt... Gut, dann haben wir ja schon gesehen, das ist jetzt auch ein bisschen seltsam. Er hat also da merkwürdige Preise angesetzt und ich glaube, wir gehen hier jetzt auch raus, weil das ist eigentlich so als grobe Berechnung, damit ihr seht, wie ich jetzt auf diese Berechnung gegangen bin, ganz okay, mehr brauchen wir da auch nicht. Gut, und dann habe ich mich mal wieder kurz groß gemacht, weil wie gesagt, das ist schon, das Video ist sehr kurz, wie gesagt, ihr könnt euch das auch gern komplett angucken, es ist unter diesem Video natürlich auch verlinkt. Entschuldigung, ich habe da irgendwie gerade ein bisschen was verklickselt, aber ich hoffe, es ist okay und weil ich, ja, wie gesagt, ich bin im Moment auch ein bisschen im Stress mit diesen ganzen PV-Angeboten, das ist nicht alles ganz so einfach zurzeit bei mir hier. Gut, aber ich habe das jetzt mal gerechnet, weil ich will euch das mal vorrechnen. Und zwar habe ich also seine Rechnung hier einfach übernommen mit den 10 Kilowattstunden und beim Liter Heizöl oder einem Kubikmeter Gas. Habe auch seine Annahme von 20.000 Kilowattstunden Gasverbrauch und 20.000 Liter Öl oder 2.000 Liter Ölverbrauch angenommen. Habe aber dann natürlich gesagt, okay, Moment. Also eine Gas- oder Ölheizung, die man jetzt austauscht, die ist teilweise, hat die einen Wirkungsgrad von... keine Ahnung, 0,65, 0,7. Wir wollen ja gar nicht mehr berücksichtigen, was wäre denn, wenn ich jetzt eine niegelnagelneue, hochtechnisierte, super-duper Gasbrennwerttherme einbaue. Denn natürlich bauen wir keine fossile Heizung mehr in ein Haus ein. Es geht ja hier darum, wir bauen ja eine aus und wollen wissen, was dann zukünftig an Stromverbrauch wird. Wobei auch die modernen, super-duper tollen Gasbrennwertthermen oder Niedertemperatur-Ölkessel lange nicht so tollen Wirkungsgrade haben, wie man eigentlich glauben mag. Denn in den Papieren ist immer nur der Kesselwirkungsgrad genannt, der Gesamtwirkungsgrad nicht. Das muss man immer wissen. Also habe ich jetzt hier einen Wirkungsgrad von 0,8 angesetzt, der also für die meisten Heizungen, die jetzt ausgetauscht werden, die also jetzt dann wegkommen, 15 Jahre, 20 Jahre alt oder auch 25, 30 Jahre alt bei Ölkesseln teilweise, Ölkessel gibt es sogar noch älter, die noch immer laufen, habe ich hier 0,8 angesetzt. Das ist also immer eigentlich noch viel zu gut, weil wie gesagt, der uralte Gasbrenner und der uralte Ölbrenner, die schaffen beide diese 0,8 nicht. Aber wenn das so ist, ich nehme das mit 0,8, dann komme ich also auf 16.000 Kilowattstunde Wärme. Und das ist schon mal der entscheidende Unterschied zu dem Video von dem YouTube-Kollegen. Das natürlich, wenn man muss das berücksichtigen, man kann das nicht außer Acht lassen. Theoretisch müsste ich ja sogar bei jedem neu das berechnen. Ich habe ja bei Martin mal was berechnet und da bin ich ja sogar noch einen Tacken höher rangegangen, weil ich weiß, dass seine Gasheizung tatsächlich wirklich noch schlechter war. Da habe ich also noch ein bisschen mehr berücksichtigt. Und die Werte, ihr seht ja, was bei Martin jetzt ungefähr rauskommt, da seht ihr auch, dass ich da gar nicht so falsch bin. Das ist also einfach so ein bisschen Erfahrungswerte von dem, was ich bisher so weiß. Klar, ich bin kein Heizungsbauer, aber die Heizungsbauer wissen das, glaube ich, auch nicht, wie viel dann wirklich das ist, weil die bauen die Heizung ein und dann läuft sie. Und ich glaube, es hat noch kein Heizungsbauer gefragt, wie viel Öl das denn verbraucht. Das ist so. So, diese Annahme, Jahresarbeitszahl, SCOP4, er hatte da COP stehen, das ist natürlich falsch. Jahresarbeitszahl und oder Seasonal Coefficient of Performance, weil logischerweise, das muss ja über den ganzen Winter, das ganze Jahr gehen. Dann kommen wir auf ungefähr 4
Und dann haben wir eine Kilowattstunde Strom zu 4 Kilowattstunden Wärme. Und dann, es heißt aber, der Wärmepumpenverbrauch ist dann halt nicht 20.000, sondern nur 16.000, weil nur 16.000 Kilowattstunden Wärme erzeugt werden müssen, logischerweise. Ich muss noch eine ganz kleine Anmerkung machen. Bei dieser Rechnung ist eins nicht berücksichtigt, und zwar der Verlust des Heizungssystems. Wir haben ja alle ein total verschiedenes Heizungssystem. Der eine hat Heizkörper und Rohre in der Wand, der nächste hat Rohre auf der Wand, der nächste hat Fußbodenheizung. Da sind auch noch Verluste drin. Die können wir komplett rauslassen, weil logischerweise wir betrachten ja hier jetzt tatsächlich nur die Luft-Wasser-Wärmepumpe oder eine Wasserwärmepumpe, aber eigentlich die Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Jahresarbeitszahl 4, eine Sohle wäre noch etwas besser. Und logischerweise, weil die ja an dem gleichen Heizkörpersystem hängt, kommt vielleicht noch hydraulischer Abgleich, dann wird es einen Tacken besser, aber sie hängt an dem gleichen Heizungssystem wie eine Öl- oder Gasheizung. Es wird da ja normal nichts ausgetauscht, außer man hat irgendwie einer am Kopf und den Politikern und der Bildzeitung so viel geglaubt und baut seine schönen großen Heizkörper aus, um dann alle Fußböden aufzuschlitzen. Es gibt Leute, die tatsächlich glauben, dass das stimmt. Also lacht nicht, es gibt Menschen, die denken, sie müssen eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe haben. Die Märchen halten sich immer noch und halten sich auch noch wohl noch länger. Das ist halt das Problem. Gut, also da der gleiche Verbrauch an der gleiche Fehler und die gleichen Verluste anzunehmen ist, wie gesagt, die Wand wird ja genauso, wobei das auch nicht ganz stimmt, weil bei der Wärmepumpe ist die Vorlauftemperatur vielleicht ein bisschen niedriger, dann ist der Verlust, wenn eine Leitung in der Wand liegt, nicht gut isoliert ist, wahrscheinlich etwas kleiner. Aber das ignorieren wir jetzt und gucken weiter die Zahlen an, damit wir auch mal zu einem Ergebnis kommen. Das heißt, ich habe hier den Preis für Gas und da habe ich den aktuellen Preis von 9 Cent pro Kilowattstunde veröffentlicht über Verivox. Das wird ja mal beim NDR veröffentlicht, jeden Tag. Der aktuelle Vergleichspreis steigt jetzt langsam übrigens wieder an. Von 9 Cent genommen, also 20.000 Kilowattstunden, die man ja kaufen muss. Mal 9 Cent sind 1.800 Euro. Man muss bedenken, es wird im nächsten Jahr natürlich mehr. Die Umsatzsteuer steigt ja wieder und logischerweise wird dann auch die Rechnung höher. Dann gibt es auch mehr als 9 Cent. Aber wie gesagt, das ist so, wie es ist. Und erst nächstes Jahr, wir nehmen den aktuellen Preis. Es geht ja nur ungefähr ums Prinzip. Wie gesagt, wenn man jetzt austauschen will, habe ich ja jetzt auch die 9 Cent. So, 200 Kilowattstunden Strom braucht die Heizung aber noch. Für 30 Cent, dann ist ja der normale Haushaltsstrom, also ungefähr 60 Euro. Also komme ich auf 1.860 Euro. Mit dem Stromverbrauch ist bei der Gasheizung nicht ganz so wichtig, weil es nicht ganz so ein Drama ist. Aber bei der Wärmepumpe ist er in der Jahresarbeitszahl ja drin, also sämtlicher Stromverbrauch. Logischerweise muss ich den bei der Gasheizung ein bisschen mit ansetzen. Ganz klare Sache. Wir wollen ja so halbwegs ehrlich bleiben. Dann habe ich den Preis für Öl. Aktuell 1,16, also 1,16 Euro pro Liter, ist der heutige Preis von Texon, oder Texon, wie die Firma heißt. Kann jeder gerne nachgoogeln. Da muss man natürlich, wie gesagt, dann kommt man bei 2000 Liter Öl mal 1,16 Euro auf 2320 Euro. Da muss man berücksichtigen, dass die Preise natürlich variabel sind. Er hat ja 1 Euro in seinem Video angenommen, das ist nicht unrealistisch. Der Preis schwingt mal unter den 1 Euro und schwingt dann wieder über den 1 Euro. Im Moment ist er ein gutes Stück wieder über dem 1 Euro. Wir waren ja auch mal vor dem Ukraine-Krieg bei 50, 60 Cent. Ja, ist halt so. Also das ist ein sehr schwankender Preis, man kann auch mal sehr günstig kaufen. Deswegen ist das nicht ganz so sicher zu sagen, weil, wie gesagt, bei Öl, deswegen habe ich immer mit Öl geheizt, weil man immer selber bestimmen kann, was man bezahlt. Man muss nur einen großen Tank haben. Gut, das ist das Ding, und wobei ich ja auch keine Gasheizung haben wollte. Dann haben wir aber bei der Ölheizung ein Problem, also zumindest bei den Blaubrennern. Die modernsten oder moderneren Heizungen sind ja fast alle Blaubrenner. Und alle Niedertemperaturkessel haben das eigentlich auch schon. Die heizen das Öl vor, bevor es verbrannt wird. Und dann kommen wir auf ca. 700 Kilowattstunden Strom pro Jahr nur für das Vorheizen dieses Öls. Und die ganz alten haben noch viel, viel mehr Verbrauch. Also die ersten, die das gemacht haben, weil da wurde im Grunde genommen alles Öl geheizt und der Tank wurde langsam aufgeheizt und. Das hat man dann ein bisschen abgestellt. Aber wie gesagt, wir nehmen jetzt mal 700 Kilowattstunden Strom an. Bei einigen ist es auch nochmal deutlich, deutlich, deutlich mehr gewesen. Das merken die dann immer erst, wenn das Ding ausgebaut und nicht mehr angeschlossen, und wundern sich, wieso sie gar nicht sehr viel Strom mehr verbrauchen. Auch wieder mit 30 Cent die Kilowattstunde sind 210 Euro, also 2530 Euro wäre da für diesen aktuellen Vergleich der Preis. Für die Wärmepumpe, da nehmen wir natürlich den Strompreis 28 Cent pro Kilowattstunde, NT-Tarif, also diese Wärmepumpen-Festpreis, der von der Regierung vorgegeben ist im Moment.
natürlich, wenn man keine zwei Zähler hat und will das gar nicht haben und hat das nicht, dann ist man hier natürlich teurer. Muss man gucken. Gibt aber auch schon Stromverträge mit 24 Cent, dann spart man entsprechend Geld. Beim Strompreis ist es noch wilder wie beim Ölpreis oder beim Gaspreis, weil man da ja wirklich regional vergleichen könnte und dann hat der eine kriegt das, der nächste kriegt es wieder nicht, liegt an den Netzentgelten. Wir nehmen die 28 Cent, die von Herrn Habeck vorgeschlagen wurden als Strompreispremse. Dann sind wir safe, dann 4000 Kilowattstunden mal 28 Cent ergibt 1120 Euro. Man sieht also, dass man hier, ja gut, Gas, aber Gas wird ja jetzt erst wieder teurer. Und ab 2027 wird hier beides deutlich, deutlich, deutlich teurer. Also zu Gas spart man hier theoretisch noch nicht so viel. Wie gesagt, eine relativ ehrliche Betrachtung, muss man so sehen. Ist aber ja auch wichtig. Aber wie gesagt, 700, 800 Euro im Jahr sind es dann auch. Und zu Öl, ja, wird es ungefähr gleich sein, wenn man hier einen anderen Ölpreis ansetzt und den Tank zum richtigen Zeitpunkt füllt. So, sagen wir mal, einen guten Tausender oder so. Rund, ne? Und wie gesagt, wenn man dann mit PV macht, dann hat man nochmal 30%, wo man nur die Einspeisevergütung gegenrechnen muss, kommt man auf 22,06 Cent Durchschnittspreis pro Kilowattstunde. Dann wären es sogar nur 882,40. Wenn ich jetzt so die ungefähren Preise DIY für eine Wärmepumpe mit, naja, 8.000 bis 9.000 Euro im DIY-Einbau sage, dann sehen wir also, dass wir so nach circa 8 bis 9 Jahren da schon mit raus sind mit der Investition. Wie gesagt, im DIY kann sich aber auch ja jetzt jeder ungefähr ausrechnen, was nach den augenblicklichen Preisen diese Amortisationszeit wäre. Ist ja auch eine interessante Rechnung. Ist natürlich in dem Sinne auch Mumpitz, weil natürlich klar ist, dass der Gaspreis und der Ölpreis ab 2027 massiv steigen werden. Dann kommen die CO2-Zertifikate so. Es steigt sogar schon jetzt zum 1.1., weil ja die diese CO2-Preiserhöhung, die wir jetzt schon haben, die wurde ja im letzten Jahr ausgesetzt und kommt dann in diesem zum 1.1. natürlich noch on top. Darf man alles nicht außer Acht lassen. Also es wird jetzt schon wieder deutlich teurer zum 1.1. oder nach dem 1.1. Aber wie gesagt, da können wir ja noch nicht genau sagen. Und wie sich das auswirkt, können wir auch nicht genau sagen. Deswegen nehmen wir, um ehrlich zu bleiben, die Preise von heute erstmal. Langfristig weiß jeder, geht es durch die Decke. Also alle, die die EU-Politik verfolgen, wissen, dass CO2 teuer wird und dann wird auch Gas und Öl teuer, weil das dann ja mit drin ist und deswegen ist die Wärmepumpe ja immer lohnend. In diesem Video ging es aber ja nicht hauptsächlich nicht um die Amortisation einer Wärmepumpe, sondern mehr, um mal ungefähr zu zeigen, wie kann man das denn ausrechnen, auch gar nicht konkret hier. Ihr könnt ja mit euren Zahlen, was ihr meint, in dieser Rechnung eingesetzt, das ausrechnen. Nur wie gesagt, ihr solltet natürlich die Verluste der Heizung berechnen. Habt ihr eine sehr alte Heizung, sagen wir mal einen 30 Jahre alten Ölkessel, der noch nicht Niedertemperatur ist, sondern mit 60, 70 Grad läuft oder 80 Grad läuft, könnt ihr auch eine 0,6 oder 0,65 einsetzen beim Wirkungsgrad. Das ist wirklich so. Das ist ja die, wo die Abgastemperaturen dann weit über 200 Grad liegen und so. Da geht das meiste durch den Schornstein, das wenigste ins Heizungsrohr. Und bei einer Gasheizung ähnlich, wenn sie halt 20, 25 Jahre alt ist, dann seid ihr so bei 0,7 unter Umständen. Unter Umständen. Ja. Ihr wisst ja auch ungefähr, ist das Ding schon marode, war der Heizungsbau schon 12-mal da, um das zu flicken. Dann lieber den schlechteren Wert ansetzen. Dementsprechend amortisiert sich dann natürlich die Wärmepumpe auch schneller und ist der Unterschied auch größer. Das ist genauso ein bisschen, weil man das ja auch braucht bei der Berechnung, was brauche ich denn für eine Wärmepumpe. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man das im Kopf hat. Gut, wer wem das Video gefallen hat, der mag doch bitte diesem Video auch wie immer einen Daumen hoch geben und den Kanal zu abonnieren sollte man natürlich auf gar keinen Fall vergessen und die Glocke zu betätigen, damit man keine Videos verpasst. Und in diesem Sinne, ciao, ciao!